Der zweite große Bereich, um den es geht, ist der Bereich der öffentlichen Märkte. Die öffentlichen Märkte sind erstaunlich wichtig. In Europa sind etwa 15% der Gesamtnachfrage Beschaffungsaufträge der öffentlichen Hand über all seine Ebenen. Das heißt also, von der Kommune bis zum, übers Land, bis zum Bund, bis, zu der EU, bis zur EU werden in großem Maße öffentliche Aufträge vergeben oder eben bestimmte Akteure mit der Wahrnehmung bestimmter Produkte und Dienstleistungserstellung, vor allem Dienstleistungen, beauftragt. Das ist für die Ökonomie extrem wichtig. Diese Märkte sind oft dem Wettbewerb faktisch, sind die außerhalb des offenen Wettbewerbs, weil häufig in Europa wir bei zum Beispiel, du hast das Beispiel Weiterbildung genannt, aber das ist auch nur ein Beispiel für ganz viele soziale Dienste und vieles andere, wo wir keine offenen Märkte haben, sondern aus guten Gründen sagen, wir wollen, dass das Theater in öffentlicher Hand betrieben wird oder wir wollen, dass diese Kleinkunst von einem Verein angeboten wird oder wir möchten, dass Krankenhäuser eben nicht alle in privater Hand sind, sondern dass auch die Diakonie, die Caritas und andere gemeinwohlorientierte Akteure Eigentümer dieser Häuser sind. Und da gibt es auch keine offene, ständig regelmäßige Ausschreibung, sondern es sind dauerhaft Bereiche, die dem freien Wettbewerb in gewisser Weise entzogen sind. Und das sind oft Sektoren, die in den USA aber auch andererseits offen sind. Also viele Dinge, die bei uns in öffentlicher oder gemeinwohlorientierter Hand sind, die sind in den USA nach wie vor privatwirtschaftlich oder ganz normal privatwirtschaftlich organisiert. Und die finden das natürlich störend, dass sie auf unsere Märkte nicht ohne weiteres können. Ein zweites großes Thema bei der Geschichte ist, dass wir in Europa zunehmend und Gott sei Dank bei öffentlichen Aufträgen nicht nur fragen, was ist die handwerkliche Qualität und was ist der Preis, sondern auch soziale und ökologische Auflagen machen. Keine Kinderarbeit, Produkte aus fairem Handel, Produkte aus ökologischer Produktion und dergleichen. Solche Auflagen werden gerne als Handelshemmnisse beschrieben und könnten damit wieder erschwert werden. In Europa war das lange sehr schwierig, überhaupt, weil das auch in Europa als Handelshemmnis juristisch gesehen wurde, das über solche Auflagen zu machen. Auch dank der Arbeit von Heide Rühle ist es jetzt gelungen, dass auf europäischer Ebene diese Hemmnisse für soziale und ökologische Anforderungen an öffentliche Märkte, dass die extrem abgebaut worden sind. Heute können die Kommunen, die Länder entsprechende sozial-ökologische Auflagen machen bei ihren Beschaffungsaufträgen. Das gefällt vielleicht nicht jedem, der gerne auf den europäischen Markt will, aber es sorgt dafür, dass die Nachfrage der öffentlichen Hand zu einem Hebel für eine sozialere und ökologischere Wirtschaft wird. Umgekehrt, die europäischen Unternehmen stören sich sehr daran, dass in den USA zwar viele Märkte privat, aber sie sind trotzdem nicht offen, weil in den USA, in den allermeisten Ländern, gibt es dort diese Regeln Buy American. Das heißt also, immer wenn eine Dienstleistung oder ein Gut in Amerika hergestellt wird, dann muss der Staat zuerst mal dieses Produkt kaufen. Nur wenn es dieses Produkt oder diese Dienstleistung nicht von amerikanischen Anbietern gibt, kann überhaupt ein Akteur außerhalb Europas zum Zuge kommen. Und das ist natürlich etwas, das stört viele Wirtschaftsunternehmen. Und die Befürchtung ist, dass es da so einen Kuhhandel geben könnte. Also wir öffnen unsere Dienstleistungsmärkte und umgekehrt, die Amerikaner machen aus ihrer Buy American Rule eine Buy European or American Rule. Das wäre aber natürlich gefährlich, genau für die Bereiche der Wirtschaft, die gemeinwohlorientiert sind oder wo wir Auflagen sozial-ökologischer Art machen.